Checkpoint Heron. Truffle sitzt in der Falle. Er bitte verstärken. Nicht. Seht euch das an! Nach dir, Arschloch! Romeo 1, der Fulton-Damm läuft vollautomatisch, aber die Generatoren haben Ausfallsicherungen. Wenn sie die auslösen, fällt der Strom aus.
Dreimesser gesehen. Okay, wir sind drin. Romeo 1, finden Sie die Sicherungen und schalten Sie das Ding ab. Er ist im Generator auf. Vorwärts, gehen wir! Gott, wir haben keine Zeit mehr. Dann eben auf die harte Tour. Aber Nummer 1, fehlt noch einer. Drei, nein, vier Cell-Eingreifteams nähern sich deiner Position. Mit Helikoptern. Was du auch vorhast, Boss, mach es schnell. Trotz einiger Fortschritte in den Bereichen Energiesammlung und drahtloser Energietransfer können wir den Großteil der CEV-Technologie immer noch nicht nutzen. Lediglich im Rahmen des Nanosuit-Programms war eine funktionierende Integration verschiedener Technologien gelungen. Aber dieser Mistkerl Rush hat so viel von seinen Forschungen zerstört, dass wir praktisch wieder am Anfang stehen. Unsere Arbeit mit vorhandenem Nanosuit-Material ist vielversprechend, doch ist es nur begrenzt verfügbar. Ein Erfolg auf dem Gebiet wäre bahnbrechend. Durch die vollständige Integration könnte Cell das ganze Spektrum der Alien-Technologien nutzen. Dieses Wissen rechtfertigt jeden Preis.
Romeo 1, Self-Energieausstoß bei 75% frei. Mission erfolgreich. Weiter zu Delta. Bewegung. Ich habe noch eine andere Idee. Denke, sie wird Ihnen gefallen. Romeo 1, wir haben ein Zeitfenster von 60 Minuten für das Primärziel. Mehrere Cell-Einheiten nähern sich Ihnen. Gefährden Sie jetzt nicht die ganze verdammte Mission. Das
Romeo 1, rücken Sie jetzt zum Nexus vor. Ich verbuche die explosive Exfiltration der Hardware als unkalkulierbar und völlig irrsinnig. Mein Name ist Prophet. Sie haben keinen Namen. Den haben nur Menschen. Sie haben eine Kennung und eine gottverdammte Seriennummer. Und Sie haben ohne mich keine Chance. Also machen wir beide das Beste draus. Ich brauche einen Lagebericht. Okay. Cells Höhenverteidigungssystem ist komplett offline, aber es ist noch nicht vorbei. Es wird eher noch schlimmer. Cell zieht sich zurück und sammelt sich an der Nexus-Basis. Wie es aussieht, wollen sie die ganze Gegend in eine Todeszone verwandeln. Sei vorsichtig. Versteckt sich! Schnappt ihn euch!